Willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team und genau dieses Team, was ich hier gerade sehe, das habe ich in der letzten Folge gebildet, das neue Mega-Team. In diesem Fall heißt es noch Mega 2. Ich habe euch ja auch zur Auswahl gestellt, ob es Ibra Berry oder Ripra genannt werden soll. Ich weiß es noch nicht, was eure Entscheidung war, denn ich zeichne gerade diese Folge noch auf, wo das Teambuilding noch nicht draußen ist. Dementsprechend wird es wahrscheinlich erst in der nächsten Folge dann auch umbenannt werden. Hier die Highlights natürlich in diesem Team sind zum einen Team of the Season Ibrahimovic und Team of the Season Ribery. Und gerade haben die auch alle wieder 99 Fitness. Das liegt daran, dass ich so ein paar Spiele mal am Goldpokal gemacht habe mit dem einen Silberteam und dann hier auch mit diesem Team. Dementsprechend habe ich jetzt auch schon ein paar Spielchen mit denen gemacht, abseits von denen, die ich in der letzten Episode gemacht habe, die beiden Spiele. Und daher habe ich auch schon, ja, man sieht ja, 10 Spiele mit Ibrahimovic gemacht. Der hat schon 19 Buden gemacht, also ganz ordentlich bis hier in die Torquote. Aubameyang, 10 Spiele, 6 Tore und ein Ribery hat bis jetzt auch sehr, sehr gut getroffen. Das heißt hier in diesem Fall 12 Tore in 10 Spielen, auch sehr, sehr, sehr gut eigentlich für einen Flügelspieler. Und dann ist jetzt hier gerade das koreanische Team auf der Bank. Das liegt jetzt einfach daran, dass ich mich jetzt kurzerhand dazu entschlossen habe, mein Silberteam mit Team of the Season Deulofeu und Agbondohor und Sterling und so weiter zu einem gewissen Teil zu verkaufen und umzustrukturieren. Das bietet sich einfach gerade an, da ich jetzt weiß, dass ich jetzt ja die nächsten paar Tage jetzt nicht zwingend damit was aufzeichnen möchte. Und immer noch gerade dieser Silberkelch läuft, da sehen wir hier, also dieser Silberkelch oder der Silberkelch-Pokal. Und daher sind gerade natürlich auch die Spieler für Silberpreise ein bisschen höher und dann habe ich einfach schon ja, einen gewissen Teil der Spieler verkauft, wie zum Beispiel dann jetzt hier einen Almebeck für 9000, okay, das ist ganz ordentlich, ich glaube, ich habe ihn für 5000 oder sowas gekauft. Agbondohor für 152.000, den habe ich für 130.000 gekauft. Henderson habe ich für 18.000, 17.000 oder sowas gekauft. Kouyaté für 55.000. Man sieht es, dass ich eigentlich bei jedem hier dann so ein leichtes Plus gemacht habe. Sterling, mega krass, ich glaube, den habe ich für 77.000 oder sowas gekauft. Den bin ich jetzt für 125.000 losgeworden. Ich glaube, der wird gerade geprice-fixed. Damit habe ich aber gerade gar kein Problem, weil ich ihn jetzt gerade nur verkaufen wollte. Ja, und dann jetzt hier noch so ein paar. Und von daher werde ich dann gewisse Umstrukturierungen beim Silberteam vornehmen. Das werde ich dann, ja, da werde ich euch, werdet ihr demnächst wieder ein neues Teambuilding sehen. Das mache ich natürlich wahrscheinlich am besten, wenn der Silberkelch dieser Pokal vorbei ist, dann werden mich die Spieler von, dann werden die Preise von Silberspielern wieder sinken. Und dann habe ich quasi so ein bisschen Gewinn mitgenommen bei den ganzen Spielern, die ihr gerade seht. Und das neue Team wird dann auch wieder günstiger. Also da wird es bald dann auch eine Veränderung geben, wieder ein neues Teambuilding. Ja, das ist auch so ein bisschen der Vorteil, den ich jetzt habe, dadurch, dass ja, Sandmann jetzt auch oder Joshua mit im Kanal dabei ist, dann habe ich hier auch manchmal so mal ein bisschen mehr Pause und kann dann dementsprechend auch ja, geilere Videos bringen, wie zum Beispiel Teambuildings häufiger machen oder ähnliches. Und ja, das wollte ich euch nur kurz gezeigt haben. Die Spieler müssen noch verkauft werden, wie zum Beispiel Proto. Und gerade ist so ein lustiger Bug im Auktionshaus, dass man hier sieht, dass die Spieler abgelaufen sind und ich sie dennoch nicht neu draufstellen kann. Also das hängt gerade irgendwie, das Auktionshaus. Wie auch immer. Denn eigentlich möchte ich euch jetzt in dieser Folge ein Meisterschaftsspiel zeigen, richtig? Denn wir haben ja jetzt hier die Ausgangssituation, dass wir noch ein Spiel verbleibend haben in Liga 1. Und ich brauche den Sieg für die Meisterschaft. Und danach werde ich dann hoffentlich am Ende dieser Folge ein Premium Goldpack öffnen. Ich habe auch gerade noch ein Premium Silberset, was ich öffnen kann. Weil ich habe auch nochmal den Silberkelch-Pokal so gewonnen. Das hatte ich ja dann auch mal irgendwann erklärt, dass ich den vielleicht nochmal irgendwann spielen werde. Und ich dann, wenn ich das gewinnen werde, werde ich euch zeigen, wie ich das Ganze öffnen werde. Nur der Shop lädt gerade so ein bisschen. Ich möchte euch nur kurz zeigen, dass ich hier so ein Premium-Silber-Set habe. Egal, das gibt es dann am Ende der Folge und im besten Fall auch noch ein weiteres Premium-Gold-Pack, weil ich dann gegebenenfalls die Meisterschaft gewonnen habe. Das probieren wir jetzt. Dann suchen wir uns mal den Gegner. Wir spielen mit dem Mega-Team. Das ist natürlich irgendwie logisch fast, weil es ja neu ist. Und das ist natürlich praktisch, jetzt haben sie alle wieder 99 Fitness, dann kann ich auch direkt mit dem weiterspielen. Und hier, den habe ich mal dabei gehalten, weil hier sieht man nochmal gerade die Torquote, die ich mit ihm habe. Richtig, 12 Spiele, 30 Tore. Also richtig abgefahren, der Typ. Das liegt aber natürlich auch so ein bisschen daran, ich habe den nur bis jetzt im Silberkelch eingesetzt, also in dem Turnier, wo man nur mit Silberspieler spielen darf. Das heißt, er hat nur gegen Silberspieler gespielt. Und er hat meistens nur die erste oder die zweite Runde gespielt, also Achtel- und Viertelfinale. Da treffe ich ja meistens dann auch auf Gegner, die nicht ganz so gut sind wie im Halbfinale oder im Finale. Daher ist natürlich da auch nochmal ein bisschen positiv für so eine Torquote. Jetzt spielen wir hier gegen den Bun und ihr seht es, ich habe ein neues Heimtrikot. Und hier sieht man auch gerade schön die Gegenüberstellung.
Rechts ist gerade das aktuelle Heimtrikot von Real Madrid und links, das sieht nämlich so ähnlich aus wie das Heimtrikot von letzten Jahr von Real Madrid, was ich ziemlich geil fand, nämlich mit dem goldenen, mit der goldenen Schrift, mit den goldenen Adidas-Streifen. Fand ich einfach ziemlich geil und das habe ich letztens immer mal zufällig gesehen und dann habe ich mich erkundigt, welches Team das sein könnte, also von welchem Team das Heimtrikot ist und ja, deswegen spielen wir jetzt auch mal direkt mit dem. Ich hoffe, das passt jetzt von den Farben, wobei so weiß gegen gelb mag ich nicht ganz so gerne, weil wenn nachher die Sonne so stark scheint, dann sieht man nachher nicht so einen Unterschied. Oh, jetzt sind hier schon so ein paar Minuten vorbei und wir haben immer noch nicht angefangen zu spielen. Ich habe jetzt schon richtig viel erzählt und dann machen wir es jetzt hier so weiß gegen schwarz, das passt auf jeden Fall, da kann die Sonne scheinen bis zum Umfallen. Und es wird trotzdem funktionieren von der Anzeige. Der Gegner hier mit einem 5-2-2-1, einer Fünferkette, das mag ich einmal ganz besonders gerne. Vorne im Sturm hat er Sturridge und Nani und Ben Arfa, zwei 5-Trick-Sterne-Spieler dabei. Im ZM hat er Rooney, sehr interessant, aber er ist so einer der Stürmer, wo ich sagen würde, ja, das kann funktionieren, weil er sehr körperlich, sehr stark ist, auch, ich glaube, eine gewisse hohe Aggressivität und auch eine hohe defensive Arbeitsrate, wodurch er, glaube ich, da immer wieder auch Balleroberungen liefern wird, obwohl er nicht zwingt, der beste Zweikämpfer ist. Aber ja, wir haben jetzt hier auch noch die mega Arschkarte gezogen und spielen auch noch bei Regen. Das kommt nochmal hinzu, das ist natürlich auch nochmal ärgerlich. Und jetzt können wir endlich mit dem Spiel anfangen. Ich habe ja wirklich jetzt jede Menge erzählt. Was habe ich denn alles erzählt? Dass ich mit dem Mega-Team schon mal so ein bisschen gespielt habe, dass ich das eine Team verkauft habe. Ja, dass ich jetzt Packs öffnen werde nach dem Spiel. Also im besten Fall zwei anstatt nur einem. Und boah, ja, das Trikot noch, alles dazu und jetzt hier die Flanke. Fangen wir ab, Matuidi ist da. Müssen wir aufpassen, dass wir den vernünftig rausspielen. Ah, genau, ich stelle ja auch ansonsten dieses Team unglaublich gerne auf ein 4-2-3-1 um. Nochmal für diejenigen, die das noch nicht wissen, wenn man es im Spiel umstellt, geht keine Chemie verloren, zumindest in FIFA 13. Und das Team ist einfach sehr gut für ein 4-2-3-1 geeignet. nein, so nicht. Sondern so Lukas, machen wir rechts, Ribéry links, Aubameyang hinter der Spitze. Weil ja, klar, also Lukas und Ribéry sehr schnell auf den Flügel. Man könnte auch Aubameyang auf den Flügel spielen, aber der ist der Kopfballstärkste von den dreien. Und Matuidi und Gustavo sind beide sehr gute Abräumer. Und von daher ist das Team von den Spielertypen sehr gut geeignet für ein 4-2-3-1. Und das ist momentan in FIFA meine Lieblingsformation. Und von daher stelle ich das jetzt auch ein. Dürften sich jetzt wahrscheinlich auch die Spieler schon direkt einrichten bei dem Einwurf. Hier kurz. Ich habe natürlich diesen Pass mit Ansage gespielt, wodurch er mir abfangen konnte. Und wo wir gerade bei Off-Topic-Gelaber sind, wobei ich vielleicht erst nochmal den Angriff hier verteidige, zieht er vielleicht jetzt mit dem Scoop-Turn in die Mitte? Nein, er wollte flanken und Thiago Silva ist da. Von dem bin ich übrigens sehr begeistert. Also Thiago Silva kenne ich ja schon, habe ich auch schon mal so gespielt und jetzt auch nochmal die Inform-Variante. Die ist einfach richtig stark. Also Thiago Silva, ich würde sagen, der beste Verteidiger im Spiel. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Tempo hier vielleicht mitnehmen können mit Ribéry. Ziehen wir kurz rein. Ja, spielen wir weiter auf Ibrahimovic außen. Ziehen wir mit dem Magidi rein und den knallen wir einfach mal voll drauf in die lange Ecke. Und Joe Hart kann ihn auch hier mit den Fingerspitzen um das Tor leiten. Hier hat man nochmal schön die goldene Schrift auf den Trikots gesehen und die goldenen Adidas-Streifen. Wie gesagt, finde ich einfach sehr cool, weil es mich an das Real Madrid Heimtrikot erinnert. Für diejenigen, die wissen, was es für ein Trikot ist, ist das Swansea City Heimtrikot. Okay, das nur mal so. Dann machen wir hier die Flanke oder die Ecke auf Ibrahimovic. Der kommt auch ran und der macht da das 1-0. Einfach ein Paradebeispiel, was dieser Typ besonders gut kann. Man sieht es hier, er ist zwischen zwei Verteidigern. Der Torhüter kommt auch raus. Aber Ibra doesn't give a shit about that und macht einfach das Tor zum 1-0. Ja, das ist einfach so eine Qualität, die er hat. Durch seine Größe und auch für seine Größe einen sehr guten Sprungkraftwert von, glaube ich, 79 oder sowas. Und dann, oh, da passe ich natürlich dem Gegner direkt gerade in die Füße. Und das ist schon mal sehr schön, wenn man so die Fünferkette mit einem Standard quasi überwinden kann. Weil so Fünferketten können teilweise sehr, sehr ekelhaft sein, wenn man sie aus dem Spiel heraus überwinden möchte. Und mit so einer Standardsituation hat man dann das Problem nicht ganz so stark. Hier schön abwarten, verteidigt. Dann konnte ich da diesen Sololauf sehr gut verteidigen. Jetzt spielen wir gleich mal steil auf Ibra. Ja, der nimmt den auch wunderbar mit. Boah, das sieht gut aus. Und den knallen wir mal in die kurze Ecke. Boah, ansatzlos fast. Und auch Joe Harty mit der nächsten Parade. Also ich muss echt sagen, jetzt hier gerade der Abschluss war nicht sonderlich gut vorbereitet. Hat trotzdem ganz schön gut was rausgehauen. Das sind dann auch so Qualitäten, die er hat. Machen wir es einfach nochmal genauso. Hier die Ecke auf Ibra. Diesmal lässt er den Torhüter drinnen. Er setzt sich trotzdem durch. Und Joe Hart ist dran, aber ist Ibra wieder scheißegal. Ibra doesn't give a shit about that. Nummer 2 in diesem Fall. Und er macht dann das zweite Kopfballtor. Er hat sich schon wieder hier durchgesetzt, den Ball irgendwie ziemlich gut platziert, sodass Joe Hart, obwohl er dran ist, den Ball nicht halten kann.
Sah ein bisschen ungewöhnlich aus, aber ich nehme mich einfach mal gerne mit. Und so gehen wir dann jetzt hier nach zwei Ecken mit zwei Treffern in Führung. An dem Trikot an sich, fällt mir gerade auf, gefällt mir das Teuter-Trikot nicht. Also das sieht irgendwie so ein bisschen doof aus. Aber ansonsten finde ich dieses Trikot sehr schön. Und dann laufe ich leider hier mit Lukas ins Aus. Technischer Fehler von mir, was die Eingabe betrifft. Und jetzt atmen wir mal tief durch, weil ich glaube, in dieser Folge kann ich absolut verstehen, wenn jetzt irgendjemand drunter schreibt, Tess, hol mal Luft bitte zwischen den ganzen Sätzen, die du erzählst und rede vielleicht mal nicht durchgehend, du, weil jetzt habe ich bis jetzt schon ziemlich viel in dieser Folge erzählt. Machen wir hier ein L2-R2. Gehen wir hier kurz auf Aubameyang. Nochmal ein L2-R2 angesetzt, aber hat da diesmal verteidigt. Habe ich auch nicht ganz so geil angesetzt. Jetzt könnte es gefährlich werden, aber die Abwehrkette regelt das, fängt den Ball ab und dann spielen wir den mal hier kurz raus, spielen wir das weiter über die Außen. Denken wir noch zurück ins ZDM, beziehungsweise auf Ibra jetzt hier, kleiner Fehler von mir, aber könnte trotzdem funktionieren. Doppelpass vielleicht, da kann aber Ribéry noch im letzten Moment vom Ball getrennt werden. Wird er hier vielleicht, ja, jetzt kommt er wahrscheinlich gleich mit Nani wieder mit Scoop-Turns an, nein, er macht sich sogar direkt über die Außen. Können wir vielleicht der Overhead bekommen? Ja, nein, nicht ganz, kommt die Flanke jetzt hier? Ja, ich konnte sie rausklären, also er wollte jetzt, glaube ich, nicht so gerne flanken. Ich glaube, Sturridge tut sich wahrscheinlich auch sehr schwer gegen Thiago Silva oder Sergio Ramos. Jetzt macht er hier eine Eckenvariante. Und die fuck, das ist ärgerlich, weil ich nicht richtig aufgepasst habe. Und dann macht er jetzt hier einen Seitfallzieher oder einen Rückfallzieher, ist eigentlich... Also eine Mischung, glaube ich, zwischen beiden. Zum 2:1. Also bis jetzt alle drei Treffer durch Ecken. Ich hätte mich eben nebenbei nicht an der Nase kratzen sollen. Dann hätte ich nämlich mich da vielleicht ein bisschen geschickter positionieren können. Und hätte diesen... Ach, das sollten Rabona Fake werden und kein Schuss. Dann hätte ich den, hätte ich die Ecke vielleicht verteidigen können. Ich finde es interessant. Also hat schon einige anscheinend an Rückfall oder an Rückfallziehern oder sowas. Wie sagt man Rückfallzieher? Ich stehe ein bisschen gerade auf dem Schlauch. Egal. Dani Alves hat hier gerade Probleme, sich Kopfball durch durchzusetzen. Und dann gibt es hier die nächste Ecke. Mal sehen, ob er jetzt wieder eine Eckenvariante bringt. Nein, er bringt sie zurück. Kommt wieder sehr gefährlich. Kabu setzt sich durch, aber zu unplatziert. Also irgendwas ist gerade in meiner Nase. Irgendwas zuckt da ständig. Ein bisschen nervig. Na, hier ein bisschen rüber. Nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen... spiele ich jetzt hier auch Rooney in die Füße und er macht es dann genauso im Gegenzug. Habe ich ein Glück, dass der Pass durchkommt. Spielen wir auf Aubameyang. Brechen wir mal ab. Oder machen wir hier ruhiger. Rooney ist hier im Weg. Probiert jetzt den langen Ball. Rooney auch für einen Stürmer. Och nein, das wird der Anschlusstreffer. Ja, komm! Das ist Glück! Das ist geil, da hat er gesweatet und hat dann total gescheitert. Das ist natürlich richtig geil, wie er hier rüberlegen möchte und schießt am leeren Tor vorbei. Ich glaube, hier geht gerade, da gehen die Herzchen auf von so manchen Zuschauern gerade, weil das Sweaten gerade voll in die Hose gegangen ist. Ben Arfa hatte den Ball so richtig geil auf dem linken liegen, hätte einfach reinschießen können, aber stattdessen sweatet er und schießt am leeren Tor vorbei. Alter, Ribéry, bekommst du den mal angespielt? Ist jetzt nicht so ein schwerer Pass gewesen. Oh, Matuidi mit einer guten Balleroberung, kriegt aber den Ball nicht abgenommen. Schade. So, wir müssen uns mal wieder ein bisschen aufs Spiel konzentrieren, weil ich gerade die letzten paar Minuten im Spiel absoluten Mist spiele. Es hat angefangen mit dieser Ecke und dann jetzt hier weiter eben gerade mit dem Fasstor vom Gegner beim Sweaten. Ich habe hier kein Problem mit dem Sweaten, also ich mache es ja selber, das wisst ihr ja selber. Aber es ist ja trotzdem ganz lustig, wenn es dann nicht funktioniert, würde ich sagen. Darüber kann ich mich ja gut amüsieren. Hier oben so, Kompanie, sehr stark. Hat er gut durchgelassen, jetzt spielt er einen Doppelpass. Ich lasse mich komplett mit so einem einfachen Doppelpass aushebeln. Total schlecht. Jetzt fängt die Nase an wieder zu jucken, das ist einfach nervig. Ich spiele gerade so schlecht. Ein Fehlpass nach dem anderen in die Spitze. Lässt er wieder durch. Ja. Aber trotzdem habe ich es nicht verteidigt bekommen, weil mein Abwehrspieler so einen Schritt macht und dann dem Ball entgegengeht. Jetzt wird er vielleicht gleich schlänzen. Nein, er legt ihn zurück auf Touré. Den kriege ich nicht rausgespielt, aber dann im zweiten Versuch. Sehr schön. Jetzt gehen wir in die Spitze spielen. Ja. Geht besser. Gehen wir zurück. Alles sehr behäbig. Mal ganz zurück, spielen jetzt hier kurz auf Ibra.
Und Ribéry mit sehr viel Raum. Ziehen wir mal drauf. Boah, starkes Ding. Und Joe Hart hält ihn wieder sehr, sehr gut. Ja, jetzt natürlich meine dritte Ecke. Mal sehen, ob es jetzt das dritte Tor gibt. Die dreht... Oh, nicht mit Ibrovic. Sondern die dreht man diesmal ein bisschen anders. Jetzt hat sie gerade geklingelt. Ich kann da jetzt leider nicht rangehen. So, dann machen wir es jetzt mal so zurück. Holt er den Torhüter nicht raus? Ah, setzt er sich nicht durch. Oh ja, ja, genau. Schön, kommt auch. Das hätte doch einfach funktionieren können. Einmal kurz Aubameyang anflanken und dann aus 5 Metern kann er den noch reinköpfen. Sehr schade. Ich rede gerade einen Ticken leiser, weil ich das jetzt gerade ein bisschen unangenehm fände, wenn jetzt hier gerade jemand vor der Tür wäre, mich hier drinnen rumschreien hört. Und aber ich nicht rangehe oder nicht an die Tür gehe. Aber das geht jetzt gerade einfach gar nicht. Da wäre total konfus, wenn ich jetzt da eben nochmal schnell die Tür öffne. Deswegen, ihr müsst jetzt mal bitte kurz leise sein, damit derjenige das nicht hört, dass hier jemand da ist. Ah, herrlich. Gut. Ich muss mir jetzt mal vornehmen, in der zweiten Halbzeit vielleicht auch Tore aus dem Spiel zu machen, beziehungsweise gefährliche Situationen aus dem Spiel heraus zu kreieren. Weil das war bis jetzt sehr enttäuschend. Aber hier so dringend kann es nicht gewesen sein, weil jemand, der nur einmal klingelt, der will gar nicht wirklich was von mir, sondern der will vielleicht nur... Oh, nein. Komm, raus damit. Sehr schön. Der will wahrscheinlich irgendwie nur hier rein ins Treppenhaus oder sowas. Oh, Aubameyang, sehr stark. Jetzt ziehen wir einfach mal außen durch. Mal sehen, wie lange er braucht, um da hinzukommen. Ja, ziehen wir einfach mal weg. Und die Flanke vielleicht auch auf Ibrahimovic. Oh, die kommt ein bisschen weit. Ja, schade. Gustavo. Ja, da wird Ibra gut Ribéry. Ich habe heute schon zum dritten Mal Ibrahimovic und Ribéry verwechselt. So, das war jetzt gerade das vierte Mal. Das sollte eine Schusstäuschung werden. Ich habe aber mehr den Gegner angeschossen damit. Den Pass hätte ich natürlich fast abgefangen und dann wäre es gefährlich geworden. Will er vielleicht in die Spitze spielen? Sieht er, dass es nicht funktioniert? Bricht es ab? Ja, den habe ich. Und jetzt hier steil auf Ibra. Das sieht gut aus, aber der wird zu lang. Vielleicht Aubameyang kommt da ran. Nein, aber hier, pass auf. Oh, schade, habe ich gedacht, der wird jetzt gleich nach oben spielen. Mir dann in die Füße. So war mein Plan, hat nicht funktioniert. Dann nehme ich auch fast dran. Oh, habe ich. Sehr gut. Touré bricht sich die Beine, wenn er Ibra abnehmen möchte, aber dann holt er sich direkt wieder. Es ist super schnell aufgestanden. Oh, hallo. Da könnte es manchmal Foul geben. Oh, jetzt wird es natürlich gefährlich. Ben Arfa ist durch, aber der ist nicht der Schnellste. Marcelo kann da gut mitkommen. Und dann, nein! Boah, macht er stark mit dem Scoop-Turn, aber dann liegt der Ball auf dem schwachen Fuß und Ben Arfa scheitert da dann fast im 1 gegen 1 am Casillas. Nehmen wir mal zurück zum Torhüter. Jetzt fängt auch die PS3 wieder an zu lüften. Kommt alles zusammen. Nur steil. Oh, boah. Was für ein gutes Abfang hier von José Henrique. Den habe ich auch. Nur hier kurz. Doppelpass. Ja. Oh, kommt leider nicht durch. Also die Fünferkette ist halt so ekelhaft zu überwinden, wenn sie gut steht vom Gegner, wenn er gut verteidigen kann, ist das einfach sauschwer. Und ich bin heute spielerisch sehr schwach und dann hat er das hier überragend gesehen. Überragend antizipiert, wie ich den Ball spielen werde. Nein! Meine Güte, ich stehe doch extra da mit dem Verteidiger, um diese Flanke zu verhindern. Oder, also nicht die Flanke zu verhindern, sondern diesen Kopfball. Bitte schau es dir an, bitte. Ich stehe doch da. Guck mal, Thiago Silva, warum macht der nichts? Er macht da einen Tackle, anstatt in die Luft zu gehen. So, wir müssen natürlich jetzt einen Treffer machen, weil wir 3 Punkte brauchen für die Meisterschaft. Und so wie ich bis jetzt diese Episode gespielt habe, habe ich es nicht verdient, aber kann auch werden. Sehr schön. Ribéry wird hier vorbeigetrennt. Jetzt gibt es die vierte Ecke. Der Inhalt natürlich anscheinend gerade schon mega Schiss, weil er jetzt zum Tor dann nicht mehr rausgeholt hat. Ja. Och. Kein Kommentar. Lukas sieht den Ball auf sich zukommen und weicht ihm aus. Ich wollte einfach schon die nächste Bewegung machen. Wie ich den Ball annehme und so weiter. Kennt ihr ja vielleicht. So, jetzt habe ich hier eine Lücke. Leitet er weiter. Nehmen wir mal jetzt hier wieder in den Angriff.
Kurz auf Ribéry. Auf Ibra. Nein! Was für ein ärgerlicher Ballverlust schon wieder. Spielt er steil, aber den kriege ich abgefangen. So, ey, warum nimmst du den denn nicht an? Hallo! Ich habe nichts gedrückt. Ach, José Enrique, so zu gut in der Verteidigung, wie er da noch da den Ball rausspielt. Komm, ach, Ibra, nimm den noch besser an, ey. Oh, jetzt könnte es ärgerlich werden. Hab ich. 80. Minute. Ey, was ist das denn für ein Pass, ey? Okay, mal wieder ein bisschen beruhigen. Nur steil auf Ibra. Aber, ach, der Enrique geht mir voll auf die Eier. Steht immer genau richtig. Och, den habe ich eigentlich auch schon stehe ich eigentlich genau schon drinne. Super, super aufgepasst von Ramos. Schön von Lukas. Ja. Ja, die kommt. Oh, Ibra setzt sich leider nicht durch und es gibt den Abstoß. Oh, zu unplatziert. 85, ich muss voll offensiv jetzt stellen. Oh, die könnte gefährlich werden. Och Mann, ich ärgere mich so. Das ist so. Gut, das ist aber auch nicht gut. Oh, das. Nein! Den kannst du doch kontrollieren. Oh. Ja. Ja, nein! Den muss er doch machen. Ja, da ist er durch. So ein geiles Ballvorlegen am Gegner vorbei. Den muss er natürlich dann einfach nur reinschießen. Und er macht es nicht. Auf Ibra? Oder auf Ribéry, ist mir egal, aber ich krieg der. Das ist zu eng da. Schusstäuschung. Boah, spielt er den Ball raus. 90. Minute jetzt. Jetzt läuft er den Konter. Komm, holen dir. Genau. Den habe ich. Nein, du kannst doch jetzt nicht abpfeifen. Ist doch gerade erst 90. Schade. Ich habe eben gerade noch vor 15 Sekunden doch erst die 90. einleiten sehen, dann kann er doch nicht direkt den ersten Angriff da abpfeifen. Okay, aber ich, ja, die Niederlage kann ich mir, nicht die Niederlage, den Unentschieden kann ich mir selber zuschreiben, weil ich mich gegen die Fünferkette zu schwer getan habe. Ich habe sehr wenig aus dem Spiel heraus kombiniert oder sehr wenig aus dem Spiel heraus an Chancen kreiert und ja, zwei Eckentore sind dann zu wenig. Vor allem, wenn ich dann auch noch solche guten Chancen für den Gegner zulasse, ist das Unentschieden wahrscheinlich gerecht. Aber Aubameyang hat es natürlich auf dem Fuß gehabt, hat sich einmal gut durchgesetzt, aber dann leider am Torhüter gescheitert. Und Joe Hart hat, glaube ich, in der ersten Halbzeit auch ein paar Dinge ganz gut rausgekratzt. Wie zum Beispiel den hier. Aber ich glaube, ja, was heißt, das brauche ich eigentlich gar nicht zu zeigen, weil ich glaube, aus der Ecke ist dann einfach ein Tor entstanden. Aber der ist schon stark gehalten, da kann man nichts sagen. Und ich glaube, da waren so ein paar dabei, die Joe Hart sehr gut gehalten hat. Mal sehen, ob ich noch ein paar finde. Hier, 15. Minute. Ja, aber ich glaube, das war der nächste Eckentreffer. Und, ist ärgerlich. Da war auf jeden Fall mehr drin. Das eine Eckentor darf ich mir auf keinen Fall fangen. Und das Flankentor auch nicht. Weil, ja, eigentlich stehe ich da mit zwei Verteidigern im Flanken oder im 16er, im Fünfer oder am Fünfer. Und Thiago Silva steigt aus irgendeinem Grund nicht in das Kopfballduell, sondern bleibt stehen und Nani setzt sich dann alleine durch und macht den Kopfball rein. Und ja, ich glaube, ich war einfach nicht fokussiert genug. Das muss man ganz klar sagen. Ich war zwischendurch ziemlich viel am Labern und Mist erzählen. Aber gut, das gehört dazu. Jetzt gibt es dann leider nur ein Premium-Silber-Set, was ich öffnen werde. Ärgerlich. Ja, Johnston, 83 Tempo,
77 Kopfball, 4 Sterne schwacher Fuß. Das sieht richtig gut aus, den werde ich auf jeden Fall verkaufen. 47 Tempo als Innenverteidiger ist jetzt nicht so optimal. Was hat der so für Werte? 3-3. Ich kann es mal probieren. Einfach mal listen. Und den Johnson werde ich gleich nachschauen, wie viel der Wert ist. Legen wir mal auf den Tauschstapel. Die Verträge behalte ich, weil ich ja demnächst mir Silberspieler kaufen werde. Und da kann es dann gut sein, dass mal jemand auch Verträge braucht. Fitness nehme ich auch nochmal mit. Moral nicht. Tempo werden wir mal auf den Tauschmarkt stellen. Und den Rest werden wir ablegen. Ja, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, wie das gerade das Spielrad gelaufen ist. Ich weiß, es war nicht optimal. Das ärgert mich selber auch am meisten, glaube ich. Aber gut. Ja, letztens haben ja welche geschrieben, die finden das geil, wenn ich die Emotionen zeige. Ich habe aber auch mal ein bisschen Bedenken, dass es dann zu einseitig wird. Und ich probiere es. Also es hat mich zwischendurch jetzt ein bisschen geärgert. Das habt ihr aber auch gemerkt. Gut, will nicht zu viel darüber labern. Ich denke, ihr habt ja alle gesehen, was los war. Und ich fand, den Angriff hat er jetzt, oder das Spiel an sich hat er sehr, sehr früh abgepfiffen. Das ärgert mich auch noch so ein bisschen, weil da wäre vielleicht noch was drin gewesen. Aber im Endeffekt, das ist auch so eine Sache, die man auf jeden Fall immer auch bedenken muss, ist es nicht daran gescheitert, sondern vorher in den 90 Minuten davor hab ich einfach nicht gut genug gespielt. Das kann ich auf jeden Fall so festhalten. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich weiß noch nicht, was in der nächsten Folge kommen wird. Lasst euch einfach überraschen. Bis dahin, haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Oh Gott. Wie? Ja, zurück einfach. Ich bin am Ball. Nein. Wir sind noch im Pausenmenü.